Ja, am heutigen Vormittag um 10.45 Uhr ist es zu einem tragischen Verkehrsunfall gekommen, hier an der Kreuzung hinter mir. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wollte ein Lkw-Fahrer bei Grün von der Hauptstraße nach rechts in die Oldenburger Straße abbiegen. Gleichzeitig wollte ein Fahrradfahrer ebenfalls bei Grün die Straße überqueren und ist dabei unter den Lkw geraten und nach bisherigem Stand der Ermittlungen auch sofort verstorben. Wir wurden alarmiert mit dem Stichwort schwerer Verkehrsunfall, Personen unter Lkw eingeklemmt, ja, und sind daraufhin eben zur Einsatzstelle ausgerückt mit 3 Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften. Zunächst haben wir mit dem Kran unseres Rüstwagens den Lkw ein Stück weit angehoben. Zeitgleich haben wir sogenannte Büffelwinden eingesetzt, das sind hydraulische Winden zur Stabilisierung des Lkws und um ihn weiter anheben zu können. Dabei wurde der Lkw auch mit Stützhölzern unterbaut, eben gegen Wegrollen und Abrutschen gesichert. Und somit war es uns dann nach kurzer oder relativ kurzer Zeit möglich, das Unfallopfer unter dem Lkw hervorzuziehen. Bisheriger Stand ist letztendlich, dass der 60-jährige Lkw-Fahrer nach rechts abbiegen wollte, der 62-jährige Radfahrer geradeaus fahren wollte. Und alles Weitere müssen jetzt die polizeilichen Ermittlungen ergeben.